Verdammt, das Rad ist im Eimer. Oh Mann, so kriegen wir die Lebensmittel nie an ihr Ziel. Wenn der alte Sakaki hier wäre, würde er uns das Ding... Eigentlich meine Brille habe ich hier, ja. Ah, ihr seid noch hier. Ich stecke ehrlich gesagt ein wenig in der Klemme. Seht euch diesen Brief an. Wir haben einen deiner Männer in Schwarz. Wenn du ihn lebend wiedersehen willst, kostet dich das 10.000 Gil. Wir lassen dich wissen, wie wir das Geld erhalten wollen. Eine Entführung? Jemand scheint zu glauben, dass meine Forschungen an diesem Phänomen aber solche Termine gehen vor. Reich gemacht haben. Und was jetzt? Glaubst du, eine Praxis wie diese könnte so eine Summe berappen? Nein. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Ich möchte euch bitten, den Mann zu retten. Deine Sinne sind denen der Menschen überlegen. Alleine mit Hilfe deiner Nase wirst du die Übeltäter ganz bestimmt ausfindig machen. Da bin ich mir sicher. Tja, da ist was Wahres dran. Da kannst du nicht Nein sagen, was? Womit fangen wir an? Das ist ein ganz normaler Brief. Ich Warum? Habe keine versteckte Nachricht gefunden. Wie ist er? Der wird euch nicht weiterhelfen. Ist er die OP? Das scheint Ihnen etwas zu viel Spaß zu machen. Cloud, lass mich mal an dem Brief riechen. Aber die ist doch wichtiger. Jetzt mal wirklich. Jetzt gucken wir mal alle nach deiner Gesundheit hier. Ich nehme einen sehr charakteristischen Geruch wahr. Das ist Parfüm. Ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist. Ach ja, hier. Diese Lampe reagiert ausschließlich auf die Schwarzkutten. Vielleicht nützt sie euch ja. 12 Tage und 12 Stunden. Das ist jetzt aber... 12, 12, 12. Hätten sich mal lieber jemand mit Geld zum Erpressen gesucht. Etwas verbindet dich mit den Schwarzkotten. Deshalb musst du ihm helfen. Nur die Klinik und Sheeran haben sich in all der Zeit kein bisschen verändert. Ja, bitte? Sheeran hat sich für die Lebensmittellieferungen von Shinra eingesetzt. Nur so könne man die Leute hier gesund halten. Entschuldigung, Barrett, Tifa, hallo. Cloud, hier lang. Kannst du sie wirklich riechen? Unser einer hat einen 7000 Mal besseren Geruchssinn als ein gewöhnlicher Mensch. Neben dem Parfüm nehme ich auch sämtliche Körpergerüche wahr. Zusammen ergibt sich daraus ein Geruchsbild, das ganz und gar unverwechselbar ist. Ich möchte manche Körpergerüche nicht wahrnehmen, ehrlich. Filtern will natürlich gelernt sein. Und wie rieche ich für dich? Wie ein junger Mann, der zahlreiche Ungeheuer niedergemetzelt hat. Also nach Verwesung. Gibt sicher angenehmere Düfte. Und Blut. Keine Sorge. Kupfer also. Das rieche ja nur ich. Die Wüste ist dermaßen. Passt auf! Ein Landwurm! Das mein Fehler! Hallöchen, Thomas! Zu spät zum Heilen. Hä? Hä, wo ist Barrett hin? Hat er den gefressen? Hat er ihn da? Hä? Diese Würmer. Thomas, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Der hat den runtergeschluckt? Er war auf einmal weg, der Barrett. Kreislauf. Oh mein Gott, wie guckst du denn?
Zack, nimm das! Schmeckt dir das? Jetzt, ich zähl auf dich! Ich mach das. Alles hier! Das war, fand ich, furchtbarer, das Teil, weil das irgendwie ewig nicht rauskam. Der Wurm, der war in Ordnung. Der war okay. Die Fährte der Entführer deutet in diese Richtung. Aber ich ahne Schlimmes. Wieso? Weil da jemand sitzt? Nur so ein Gefühl. Gehen wir. Das Mann, dann ist es Müllers Lust. Oh, hallo? Hallo? Wer ist das nicht? Er riecht ganz anders. Er riecht anders. Na, da hat wohl jemand Hunger, was? Oh, Red würde ich ist auch füttern. Ist aber nicht für dich, Kleiner. Ich mach doch bloß Spaß. Hier hast du ein Häppchen. Seit 2 Jahren. Es ist so krass, Thomas. 2 Jahre, 6 Monate, 10 Tage und 4 Stunden. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich. Du hast nicht zufällig einen Mann in Schwarz gesehen. Jetzt, wo du es sagst, da saß einer auf einer Chocobo-Kutsche, die in Richtung der Höhle gefahren ist. Ganz in der Nähe. Du musst wissen, meine Nase hat auch einen Schwachpunkt. Welchen denn? Gegen meinen Hunger ist sie machtlos. Der Geruch des Fleischs hängt mir immer noch in der Nase. Ich kann gerade kaum so? Etwas anderes wahrnehmen. Willkommen zurück. Findest du das witzig? Um dich außer Gefecht zu setzen, braucht es also nur ein Steak. Ach, da ist doch die Chocobo-Kutsche. Chocolino. Sieh mal, Cloud. Sie müssen hier irgendwo sein. Wollen wir einmal Sheerans Lampe ausprobieren? Die Ausdünstungen von Schwarzkutten zum Fluoreszieren. Bewege mit R1 die Lampe, um nach Spuren zu suchen und den vermissten Mann zu finden. An Orten, wo die Lampe benutzt werden kann, schaltet sie sich automatisch ein. Immer wieder hübsch, die Chocobos. Oh ja. Gott sei Dank sind es nur Handabdrücke. Und Fußabdrücke. Aha, schickes Halsband.
Also eigentlich müssten wir nur den Gang langlaufen. Es gibt keinen anderen Weg. Sheeran wollte, dass wir den Mann brauchen die Lampe gar nicht. Aber über die Entführer hat er kein Wort verloren. Also, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Verstanden. Gibt doch noch einen anderen Gang. Ach nee, doch nicht. Oder? Hier geht's ja tatsächlich noch ran. Ist ja witzig. Okay, den gehen wir vielleicht nachher noch mal lang. Suchen wir erstmal die Leute. Wahrscheinlich verlaufe ich mich danach. Ach, wahrscheinlich wäre ich dann da drüben rausgekommen. Oder hier irgendwo. Das ist immer sagt. Ja. Na? Geht los. Jetzt nachsetzen. Na? Nimm das. Hier kommt Barrett. Da schon. Ah, nein, ich wollte nicht Barrett, ich wollte Cloud. Sehr gut. Los. Jetzt. Das war's. Hat Aerith gerade gesagt, Ruhe sanft? Okay. Oh Gott, tiefer. Boah, geil. Geld. Verlang. Das... Ach nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt sah jetzt gerade sehr danach aus, als ob gleich ein riesengroßes Monsterino kommt. Okay, da drüben ist... Oh, da drüben ist eine Materia. Denn dahin? Was seid ihr denn? Was ist das denn? Muss dahin. Dahin? Hier, das könnte gut aussehen. Nein, das könnte doch nicht gut aussehen. Oh, scheiße. Bin ich denn dahin?
klar, da hinten Mädels. Ich habe gestern übrigens das erste Mal wieder Geld in die Hand genommen für DVD. Das erste Mal nach Jahren. Ich habe mir natürlich Lara gekauft. Werden wir am Freitag spielen. Im Ström. Und Hallöchen, Falkenwolf. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Lara haben die gut hinbekommen. Ja, finde ich auch. Ich habe dann die Outfits gesehen, dann wollte ich nicht noch mehr Geld investieren, ehrlich gesagt. Ich sag die Outfits irgendwann anders. Ich wollte das mit der Lederjacke mir holen. Und das Classic gäbe es ja noch, das andere musst du dir am Spalt verdienen. Aber da ich sag, nee, erstmal Lara, beim nächsten Mal dann Geld für Outfits ausgeben. Sieht halt schon sehr gut aus. Warum komme ich denn hier eigentlich nicht hoch? Es ist bergfest. Mein Tag war angenehm. Kreislauf. Ich habe Kreislauf. Okay, ich muss anscheinend da rein. Aber ich will eigentlich darüber. Warte mal, hier vielleicht? Hier sind wir auch welche hochgelaufen. Oh, huch, habe ich mich gerade erschrocken? Dann sind wir schon zwei. Mein Kreislauf sagt ab und zu nein. Ja. Ja. Was bist du denn? Todesklaue. Die gibt's doch nur bei Dingsabumsti. Bei... Genau da. Fallout. Nimm das zum Angriff. Das ist auch. Oder heißt sie da Todeskralle? Todeskralle heißt sie, glaube ich, da. Das ist dasselbe. Kralle, Todesklaue. Überall sterben Leute. Hier. Ich hab dich. Besiegelung. Falkenwolf, ich hoffe, du trinkst viel. Oder ich hoffe, ihr trinkt viel. Der Hitze, sehr wichtig. Ja, Woche ist okay. Ich muss wahrscheinlich da mit der Uschi hoch, ne? Darüber, ich muss darüber. Ich bin falsch, ich muss hier rüber. Hier, da vielleicht an das da? Das da, das da, das da, das da, das da, da, was? Hallo? Hallo? Gott. Okay. Hallo? Es bin ich. Was? Ah. Ah, okay. Oh nein, da gibt's nur eins. Nein! Nein!
Okay. Ach, guck mal, wie seid ihr denn hierher gekommen? Ich trinke fleißig, das ist sehr gut. Eiskalte Cola neben dir. Boah, ich hatte letztens auch nach langer Zeit mal wieder eine Cola. Boah, da habe ich mich richtig gefreut. Die war auch kalt. Das war echt. Tür hat sich geöffnet. Ich kaufe immer eine Cola aus einem regionalen Produkt. Sehr vernünftig. Ich kaufe sehr, sehr selten Cola. Oder so Süßzeugs. Ich bin so ein Wassertrinker. Vielleicht manchmal so ein bisschen Saft rein. Oder was ich super gern trinke, ist halt Waterdrop. Finde ich voll geil. Und... Also Cola ja, aber ich bin voll Pepsi-Typ. Typ Pepsi. Das sieht so nach Kampfding hier aus. Allerdings niemand zu sehen. Warten wir auf ihre Rückkehr? Zu Hilfe! Wir wurden verschleppt und jetzt hält man uns hier gefangen. Woher soll ich das wissen? Wir sind ihnen mit ganz knapper Not entkommen. Aber wer weiß... Vielleicht sind sie ja noch ganz in der Nähe. Dieser Geruch. Cloud, das sind die Entführer. Ups, aufgeflogen. Cleveres Hündchen hast du da. Hat uns einfach durchschaut. Wo ist der echte Mann in Schwarz? Als würden wir euch das verraten. Macht euch lieber schon mal auf Ärger gefasst, denn vor euch stehen eure bislang härtesten Gegner. Ellie und... Barry! Hoffentlich überlebt ihr. Würdet sicher ein hübsches Lösegeld abgeben. Wüstenklaue! Jetzt aber! Nein, ich will mit Tifa angreifen! Mach mal! So wird das nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, geht's noch? Ich seh dich! Nicht so nah! Nein, Cloud ist tot! Du Scheiße, ist mir ja noch nicht passiert. Wie schmeckt dir das? Und warum
Ach du Scheiße, warum habe ich denn... Fühl mich wie neu geboren. What so the fuck? So leicht lass ich mich nicht unterkriegen. Ich kann mit dich retten. Später. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Der Reserve eine bereits erlernte Synchrofähigkeit einsetzen. Das ist nur einmal Programm. Okay. Ich mach ganz kurz erstmal ihr Limit. Ich gebe alles. Reservekommando. Los! Gemeinsam schaffen wir es! Hoppla! Fertig! Das war's! Zack! Jetzt nachsetzen! Nix damit liegen bleiben. Jetzt aber. Und, zack. Na? Nicht auf. Mit vereinter Kraft. Lass mich mal. Und das. Und tschüss. Nimm das. Alter Schwede, die Klauen so haben angegriffen, die dich Rück auf einen HP runterhauen. Aus. Wie übel! Und was machen wir jetzt, Barry? Ganz ruhig, Liebes. Weiß doch schließlich keiner, wo wir den Kerl versteckt halten. Wie schon gesagt, das Lösegeld beträgt... Hey, wer hat gesagt, dass du rauskommen darfst? Hängst die ganze Zeit träge rum, aber jetzt auf einmal, ja? Reunion. Was denn? Kennt ihr euch etwa? Hey, Barry, hast du die Augen von dem Kerl gesehen? Das ist ein Soldat. Ach, deswegen hast du hier so auf die Kacke gehauen. Aber ich weiß Bescheid. All diese wandelnden Altkleiderhaufen gehörten mal zu Soldat. Ihr Typen seid stark, aber wer will am Ende schon so rumlaufen? Wenn das wirklich so ist, ne? Oha. Viel Spaß, ich will gar nicht wissen, Tauben. Wie Cloud sich gerade fühlt, ne? Ciao, ciao! Lass sie. Wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zurück zu Sheeran. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Er sieht ein wenig mitgenommen aus, aber das wird schon. Stimmt es wirklich, dass die Zellen von Soldaten degenerieren? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Informationen über Soldaten sind nicht öffentlich zugänglich. Und Shinra hat außerdem seine eigenen Ärzte für interne Untersuchungen. Ich weiß daher vermutlich weniger als du. Hast du denn irgendwelche Symptome? Keine, nein. Nun, die Soldat-Technologie ist relativ neu. Vermutlich weiß selbst Shinra nicht, welche Effekte über die Jahre auftreten werden. Deshalb ist jede kleine Information wertvoll. Also, gibst du mir jetzt etwas Blut? Nein. Na,
Ich kann warten. Alter Schwede, das war sowas von knapp. Haben wir hier irgendwo etwas zum Ausruhen? Junge, Junge. So schnell geht das? Nur hier gibt's Infos für Lauf. Warte mal. Nicht. Der will nur spielen. Sag mal, bist du etwa ein Kartenspieler? Wenn er einen starken Kartenspieler wittert, ist Rolf immer ganz von der Rolle. Darf der ich Rolf? Vorstellen? Rolf, der einzige kartenspielende Hund, den die Welt je gesehen hat. Rolf wettet um einen Knochen, dass er dich besiegt. Na, Lust bekommen? Wolf hat nur eine Karte. Ich spiele das jetzt trotzdem ganz normal zu Ende. Selber schuld, Rolf. Zwei Karten hatte. Mit meinem Kartenspielen, Hallöchen. Hörchen Raid, Hallöchen Airi. Na, wie geht's dir? Hallöchen, Hallöchen. Juri, Ghosty, Hallöchen. Wie geht's euch? Vielen, vielen Dank für den Raid. Und wie war, habt ihr die ganze Zeit, warte, ich wollte gerade Genshin, ne? Wie ist denn das neue Genshin Update? Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet. Wie gefällt's dir? Ich weiß, worum es geht. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen geguckt. Wie gefällt's dir? Sieht nice aus. Da gibt es süße kleine Tierchen. Ja, da gibt's so Papierflieger.
Doch nicht, würde ich nie. Aber es gibt ein Kartenspiel in dem Spiel? Ja. Ich verstehe es nur nicht. Ja. Da bedroht mich jemand. Darf ich böse sein? Wenn du dich bedroht fühlst, Airi, walte deines Amtes. Erstens war nett unsere Runde, ne? Mal wieder. Wir können es nochmal probieren. Ich bin hier übrigens Final Fantasy, für die, die es nicht kennen. Und Kartenspielen ist nicht so meins. Da versage ich immer sehr kläglich. Freue mich dafür um. Ich probiere es trotzdem und freue mich dann, wenn ich tatsächlich auch mal gewinne. Mist! Mist! Oh Mann, ich dachte, jetzt haben wir ihn. Scheiße. Also, ne, ihr merkt, das funktioniert nicht so gut. Aber fast. Noch einmal. Okay, noch einmal und dann machen wir weiter. Haltet nur zusammen. Normalerweise ist heute auch mehr Action dabei, aber heute wollte unsere liebe Streamerin mal was Neues ausprobieren und spielt Uno. Wer kennt das nicht? Abgesehen von Zweifel, zerstörten Freundschaften, was bleibt uns da? Yep, hier liegt richtig die bösen Turks, die wir verhauen dürfen. Oder gar diese Wesen, die unsere Leute bedrohen. Yep, wo reagiert man sich nicht lieber ab, als mit einem Apfelsaft und einer lieben Community. Noch einmal.
Wir müssen jetzt gleich nach oben gehen. Ich will mal was... Ah, nee, scheiße. Naja. Ich hasse diese... Ich mag das nicht. Ich bin jetzt... Jetzt ist vorbei. Hast du ihn wohl unterschätzt, was? Mag deinen Hund nicht. Was er stinkt los? Nach Pups. Wieso bellst du so herum? Hast du etwa die Witterung eines Kartenspielers aufgenommen? Jeden Tag das gleiche Essen. Ich kann nicht mal mehr sagen. Touristen? Besuch kriegen? Damals zur Reaktoreinweihung. Wo sind wir denn hier gelandet? Eine Portion Sand gratis dazu. Was? Hey? Ah ja. Hallo. Ist hier mittlerweile was dran eigentlich? Gut, das haben wir schon gemacht. Ich möchte mal gucken, ob wir uns in diesem... Ob wir uns hier ausruhen können. Guten Tag. Oh Gott. Oh, ich dachte, ich habe ein bisschen Zweisamkeit, aber anscheinend nicht. Hallo. Soll's ein Zimmer sein? Ja. Und jetzt raus. Wie unfreundlich er ist. Was habe ich dem denn getan? Mal. Mein Mann kam damals bei diesem grauenvollen Reaktorunfall ums Leben. Seilbahnstation. Hallo, ich würde gerne mit der Seilbahn fahren. Alles erledigt? Dann nichts wie weg hier. Ja, ja. Du kannst vorerst nicht hierher zurück. Warte mal. Kann ich jetzt nur dahin nicht zurück? Hallöchen, Tyrius. Wie geht's dir? Hallo. Kann ich nur dahin nicht zurück? Oder kann ich allgemein dann erstmal keine Schnellreise machen? Hier ist eh nichts, wo ich... Ich habe hier gar keine Chocolino-Station. Wir müssen Seilbahn fahren. Wir haben hier keine Station. Alles erledigt?